Hey, liebe Plattenfreunde, hallo, Guidos Plattenkiste hier. Stimmt nicht ganz, Guido, letzten Endes hier. Ne? Also, ich freue mich mal wieder ein kleines Minispecial zu machen. Wollte ich eigentlich gar nicht machen. Muss ich machen, geht gar nicht anders. Muss ich einfach machen. Ne? Ja, gestern war ein anstrengender Tag. Ja, also, es ist ja echt anstrengend, wenn man den ganzen Tag irgendwie so in St. Pauli und auf dem Kiez und was irgendwo überall unterwegs ist. Das zieht da wie verrückt, ist kalt und irgendwie so. Oh, ich bin völlig down. Naja, ist auch übertrieben, aber ich bin schon ziemlich fertig, sag mal, irgendwie so. Ja, und an dieser Stelle erst einmal irgendwie so schönen Dank nochmal an Jörg, ne, dass du mir die Chance gegeben hast, da mitzukommen. Das war echt klasse. Ja, was anderes kann ich dir nicht sagen. Also, der Typ hat mich echt umgehauen gestern, ne? Die Show war total klasse. Das Meertheater ist erstmal total witzig, weil man sitzt da, also es ist ein Theater, wie das Wort schon sagt, ne? Und du siehst da eine super duper Rockshow mit total geilen Musikern und sitzt da wie im Theater, ne? Velour-Sessel, irgendwie so wie im Kino, sitzt du denn da und guckst dir das Ganze an, irgendwie so, ne? Wir saßen oben auf dem Balkon, das heißt, voll die Sicht nach unten, gell? War schon ziemlich cool, natürlich, weil es ja auch so eine Multimedia-Show ist, was der Steven Wilson da abgeliefert hat. Da war noch eine Pause zwischendurch, irgendwie sowas, und das war total lustig, weil dann standen wir unten, dachten wir, zischen wir mal ein Bier zusammen. Und dann ging es auch schon wieder irgendwie los, ne? Ding, ding, dong, kommen auch so drei Gongs, wie es im Theater so üblich ist, so drei Gongs, irgendwann so, aha, es geht weiter, ne? Und dann standen wir dann auch da mal ganz kurz mal ein bisschen da an der Seite stehen. Da standen irgendwie so 10, 20 Leute an der Seite, der Rest saß da schön brav in ihren Reihen. Steven Wilson rockte da schon wieder echt ordentlich los, das war total klasse. Und dann sagt er irgendwie, ja, und jetzt hier alle jungen Leute, die Disco dancen wollen, irgendwie da ein bisschen rumhopsen wollen oder so, kommt doch jetzt nach vorne von die Bühne. Und dann kamen auch schon so drei, vier Mädels angerannt und an der Seite noch so ein paar Jungs, die dann irgendwie auch so hinrannten und so. Und dann stupste mich der Jörg auch an, so, komm, du bist ja auch noch nicht so alt und so. Ne? Und dann standen wir mal mitten vor der Bühne. Und das ist überhaupt stehen geblieben. Total geil. Also, tut mir leid, liebe Leute, die ihr die erste Reihe gebucht hattet. Für die war die Show dann erstmal ein bisschen anders gelaufen. Die mussten sich dann wieder auch hinstellen. Was natürlich bei der Show auch eigentlich logisch ist, dass man steht. Auf jeden Fall konnten die natürlich nichts mehr sehen, weil dann standen wir ja alle da vorne. Ne? Und das war so nah, dass also ich konnte Steven Wilson wirklich die Füße manikürieren, weil der war auch barfuß da und so, der stand, die Füße waren echt hier so. Ne? Und das war eine richtig hammergeile Show. Ich meine, der Sound da vorne ist natürlich hart, weil wir natürlich auch die Bad Cats von Steven Wilson echt voll abgedröhnt bekommen haben. Ich bin so angefixt von den Typen, das ist so klasse gewesen. Coole Musiker dabei gehabt, so. Fantastische Keyboarder, neuen Gitarristen, auch richtig klasse. Der Bassmann, der Hammer, und das ist, habe ich noch heute gegoogelt, ganz kurz. Der ehemalige Bassmann von Keja Gugu, ja, Too Shy mit Lima damals. Ne? Shy, war also irgendwie so Popband. Ne? Und dass er so ein Bassmann war, unglaublich. Ne? Der war so ein bisschen hier wie Toni Levin, wollte ich gerade sagen, auch mit so einem Stickbass da, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das hieß jetzt. Ne? Also, ich bin so dicht mit Informationen und beziehungsweise mit Inhalt musikalisch, das muss ich erstmal alles verkraften. Ne? Also, das war ganz, ganz toll, wirklich, muss ich echt sagen. Steven Wilson, geiler Mucker, ohne Ende, richtig geiler Mucker, lustiger Typ natürlich irgendwie auch so. Und ich wollte nicht filmen, ich wollte mir die Show angucken, irgendwie sowas. Ne? Aber das hat mich dann wieder so übermannt. Das hat mich echt übermannt, wo ich echt, das muss man einfach auch ein bisschen filmen. Ich habe jetzt ein bisschen gefilmt, dementsprechend nochmal wieder ein kleines Special für euch. Steven Wilson gestern im Meertheater in Hamburg, Großmarkt. Geile Show. Wenn ihr noch die Möglichkeit habt, irgendwie, ich glaube in Essen, demnächst seid ihr noch ein bisschen im Ausland tätig oder so. Geht hin, zieht euch das rein. Echt klasse. Ansonsten sehen wir uns ganz normal wieder mit der Plattenkiste morgen oder so. Heute nichts mehr, heute nichts mehr. Okay? Lasst euch gut gehen. Tschö. Thank you.
Woo!